moin moin, liebe YouTube-Süchtigen und moin moin Mario. Ja, du wolltest ja oder hast eine Tagging-Runde aufgerufen und zwar, ja, wir sollten mal die Messer unserer Jugend zeigen. Tja, da habe ich gar nicht mehr so viel. Aber ich habe mal so als Vergleich so ein bisschen, was ich dir mal zeigen will. Und zwar, wie der Schnorr schon in seinem Video sagte, diese Messer aus dem Kirmes oder vom Kirmes oder vom Schützenfest und so weiter, die hatte ich als Kind auch. Die hatte man einfach, die hatte glaube ich auch jeder. Da habe ich eigentlich gar nicht mehr dran gedacht. Und ja, dann so mit 13, 14 Jahren, da ich dann viel solche Messing-Nachbauten, dies hatte ich allerdings, das ist kein altes von mir, sondern das habe ich mal irgendwo ergattert und mir wieder zurechtgemacht als Erinnerung. Und sowas hatte ich viel, weil die konnte man damals einfach günstig überall kaufen. So ein Ding hat irgendwie mal 10 Mark gekostet in den 80er Jahre oder sowas zum Beispiel. Ne, das sind die Dinger, die haben, wie gesagt, die waren nicht allzu teuer. Und ich fand die damals auch schön mit dem Messing und heute auch noch. Sowas hatte ich natürlich und stellvertretend für solche Art Messer habe ich hier mal eins. So eine Art hatte ich eigentlich auch immer mal zwischendurch. Die konnte man früher auch überall kriegen, waren auch sehr günstig. Und ja, da hatte man einfach welche von. Ja, dann in den 80ern, wo unser John Rambo dann so langsam mal im Fernsehen oder beziehungsweise im Kino kam, da kamen dann ja auch solche Mörderteile auf, die in Wirklichkeit ja nichts taugen, aber das wissen wir ja. Nur ich habe so ein Ding noch, ich habe es wiedergefunden, wo meine Eltern gestorben waren, da lag das Ding in der Garage und ja, da habe ich es mir dann wieder mitgenommen, um als eine kleine Erinnerung. Sowas hatte man früher. Ja, es hat nicht interessiert. Es interessierte nicht, wie lang die Messer waren oder was das für Messer waren. Das war irgendwie, ich hatte alles Mögliche. Ob das nun diese Springmesser waren, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich habe keins hier, wo die Klinge so aus von der Seite rausgeht, diese Stiletts. Die hatte ich in der Jugend, so in der 9. Klasse, ja, wie alt war ich da? 17, 18, da hatte ich solche Messer sehr viel. Natürlich, auch wenn jetzt viele schimpfen, solche Butterflies oder auch solche Mörderwaffen, die man ja heute ja gar nicht mehr besitzen darf. Aber ich habe sie noch und mache da auch kein Geheimnis von, weil das sind für mich Relikte aus der Jugend. Und ja, das hatte man früher so, oder ich wenigstens, und meine Kollegen auch. Alles, was so interessant war, wir hatten da einen Messerladen bei uns in der Nähe. Der hatte allerdings keine, ja, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Messer oder Qualitätsmesser, sondern so das, was der Konsum so hergab. Also man konnte ziemlich alles da kaufen, was gerade modern war, nur da waren dann keine Typenbezeichnungen drauf von Böker oder sowas, das waren einfach Messer, da hat man auch nicht so sich die Gedanken drüber gemacht, oder ich wenigstens nicht und viele andere auch nicht, was für Hersteller das sind. Da ging es einfach nur nach dem Optischen und eventuell nach dem Abschreckwert. Ja, dazu muss ich sagen, wir waren bei uns im Dorf mit mehreren Banden, will ich mal sagen. Also da war immer so ein bisschen Stress. So, und da war nichts Ernsthaftes, auch keine Messerstechereien oder so. Aber irgendwie in diesen Klicken, da kam das dann so oft so mal hoch, dass man ja mal so ein paar Messer haben musste. Der eine musste ein besseres und längeres Messer haben wie der andere. Und ach, diesen Spielkram eben, was man so, diese Dummheiten, die man in der Jugend gemacht hat. Und ja, jetzt mittlerweile ist sowas natürlich für die meisten nichts mehr wert.
auch jetzt so ein schönes Messer, das ist irgendwie made in Indien oder sowas. Ja, heute will das keiner mehr haben, weil das einfach, ja, es ist kein Böker, es ist kein Buck, das ist irgendwie ein indischer Nachbau, aber ich finde das Ding schön und ich finde es nach wie vor schön. Früher waren das einfach schöne Messer für mich und auch so ein Rambo-Messer, das hatte seine Zeit und ja, heute ja, ist es irgendwie aus der Zeit, aus der Mode gekommen, aber wo das eben im Kino lief, da hatte bald jeder, den ich kenne, hat sich sowas geholt, weil das war, da war man in, da war man hip und hopp und was weiß ich nicht alles. Und ja, heute sieht es natürlich anders aus mit dem unserem Paragraphen, den wir jetzt da haben, den 42a. Ist die Geschichte alles ein bisschen verschärft und ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht, weil ich stehe nach wie vor auf der Meinung, das Messer bringt die Leute nicht um, sondern der Charakter dahinter. Und wenn einer einen guten, vernünftigen Charakter hat, der kann auch von mir aus gerne einen Butterfly tragen. Da habe ich also gar nichts dabei. Aber ja, die Gesetzlage sieht nun mal anders aus. Und die wird wahrscheinlich auch noch verschärft werden. Das gehe ich von aus, weil in Schweden haben sie jetzt auch schon wieder verschärft. Und tja, wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber früher, wie gesagt, hat da keiner irgendwie drauf geachtet und das hat auch Spaß gemacht. Da gab es auch so viele verschiedene Arten von tja, Messern, Werkzeugen oder sollte man das wirklich Waffen nennen? Aber wie gesagt, also früher ist eigentlich auch nicht mehr passiert wie heute. Im Gegenteil, eher weniger. Und deswegen finde ich den Paragraphen ein bisschen unnütz. Ja, Mario, aber das wird schon wieder alles zu viel Gelaber. Ich kann dir leider nicht mehr zeigen aus meiner Sammlung. Und stellvertretend hierfür sind die Messer, die ich hier jetzt noch so auf dem Tisch liegen habe. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche dir was und ja, hoffentlich machen da noch eine ganze Menge Leute mehr mit. Das ist nämlich mal wirklich interessant zu sehen, wer noch Messer aus seiner Jugend hat und was für Messer man hatte. Und mir fällt es auf, so die Jahrgänge, die sind doch alle ziemlich ähnlich. Da tut sich nicht viel mit der Messergeschichte, ob das nur in Süddeutschland ist oder Norddeutschland ist oder irgendwo anders. Ne, die Messer früher, die waren eigentlich alle irgendwo gleich. Das, jeder hatte so die Art von Messern, ob das nun in Bayern war oder es war, was weiß ich, in Hamburg. Weil das waren einfach die Dinger, die aktuell waren, die man überall kriegen konnte. Und deswegen hatte man die eigentlich auch. Tja, in dem Sinne, Mario, ich wünsche dir was und ciao. Bis zum nächsten Video. Ciao.